Ja, Paladin ist auch momentan Top 10 in Twitch, ne? Läuft richtig gut momentan. Nee, ist es nicht. Aber es ist gar nicht mal. Ich meine, dafür, dass Paladins eigentlich so ein Minigame ist, ist es trotzdem auf Twitch gar nicht mal so schlecht vertreten, finde ich. Ich meine, es sind so 1000 Zuschauer, ne, es klingt zwar wenig, aber wenn man überlegt, es gibt so manche MMO-Games oder so, das streamt halt kein Schwein. Oder Star Wars Battlefront, ne? Star Wars Battlefront 2 streamt auch niemand. Im deutschen Raum sehe ich zum Beispiel gar niemanden irgendwie sowas streamen. Vielleicht ist es einfach so nicht so ein Game, was man so gut streamen kann, keine Ahnung. Ja, die rote Lian sieht einfach viel besser aus als die gelbe. Oder? Wie siehst du das? Echt, ich finde irgendwie die gelbe besser. Echt? Aber ich mag gelb auch mehr als rot. Ich bin Discorder. Ja, irgendwie nie. Ich hasse es. Jetzt habe ich gerade gedacht, es klopft, lol. Junge. Ne, ich hasse Koga. Das ist einfach nur ein Spasten-Champ. Weil es ist einfach nur rumgespamme mit dem, ne? Genau wie mit Tellus. Ja, Rainbow, ja, hat mir tatsächlich wirklich gefallen damals, aber jetzt ist das weg. Also alleine wegen den Bots halt, ne, das macht halt keinen Spaß, finde ich. Ja, ey. Also irgendwie ist die Waffe cool, aber weiß nicht. Es fühlt sich so viel zu smooth an hier mit Lianenschüssen. Ich merke gar nicht, wenn ich schieße. Ja, ich weiß, dass es schlecht ist. Und wie gesagt, mit Bots habe ich halt keine Lust zu spielen. Ja, haben sich das halt verkackt, ne, mit den Updates, weil Realm Royale kam richtig gut an, ne? Hat sogar ganz gut Konkurrenz mit Fortnite und so gemacht, weil viele Leute haben gesagt, die finden das geil. Aber die haben nichts halt geändert, so performance-technisch, weil das Spiel hat ja noch eine schlechte Performance. Wir machen hier eigentlich mal Spray-Sound wieder rein. Wäre auch eine schöne Sache, ne? Dass er reindashen kann, ohne dass er stirbt, ne? Ach, die haben ja noch so einen scheiß Torwald-Bubble. Fuck, wo war der? Wollte den Torwald doch nicht ulten. Gesehen habe, dass er ein Schild aufgeladen hatte. Ja, komm. Ja, ich wurde geultet und gestunt. Geil. Junge. Ich glaube, unser Team ist irgendwie einfach nur schlecht, ne? Kann das sein? Sag ich und hab zwei Zuschauer mit drin. Ja, aber warum verkacken wir denn überhaupt? Jetzt mal. Ja, geil. Schön, dass der Random wieder so eine Scheiße kauft. Ja, guck mal, was sind das für Leute? Was die alles kaufen. Wir verlieren gegen sowas. Übel traurig. Ja, zwei Healer ist wirklich behindert. Und so viel Heal kriege ich nicht mal. Aber no Nur, front. also die Service healt gar nicht. Ich krieg die ganze Zeit nur von Dragon Pit Heal. No front dreht sich genau wie Kappa.
Ja, immer nur Front sagen, egal was ihr sagt. Dann könnt ihr nichts verkehrt machen. Oh, jetzt habe ich meinen Down Instant. Oh mein Gott, da hinten war jemand low. Talus ist unten, komm. Muss ich nicht mal langsam zurückporten? So, hi M, Abbas, was geht? Na, jetzt bin ich tot. Weiß nicht, also, wo anfangs diese Champs rauskamen, wie Imani und Koga. Gut, Koga fand ich nicht so interessant tatsächlich. Abilities und so weiter fand ich interessant. Claws fand ich interessant, so. Sein Ballern finde ich halt nicht so interessant. Aber die Claws sind halt wieder einfach nur so. Nur rumgespamme, ne? Das ist keine Ahnung. Ist halt irgendwie nicht cool. Und genau wie Imani habe ich auch früher gedacht, so, ja, okay, das wird bestimmt so ein Champ, der wird, das wird vielleicht mal ein DPS, der dann wieder mal Skill irgendwie braucht. Sowas wie Drogos oder Bomb King und so ein Zeug, ne? Aber mit Imani ist es einfach nur. Also ich glaube, es gibt. Imani ist, glaube ich, einer. Oh, okay, na gut. Imani ist einfach nur so ein Champ, wo du. Nur so rein snipes und hinten rumstehst. Also wie so quasi wie so ein zweiter Shaylin. Nur einfacher. Weil das Hitbox-Ding so riesig ist. Und dann dieses Daneben-Hitten auch noch. Einfach nur nervig sowas. Also mit Imani stehst halt einfach hinten, machst die ganze Zeit tausender Hits, ganz easy. Wenn man wirklich aber auf Switch spielt und immer zwischen Eis-Ding und Ding wechselt, finde ich, da braucht man schon auch Skill für. Weil ich finde, die Eis-Dinger sind nicht so leicht zu treffen. Ja, das stimmt, aber kein Schwein spielt ja auf Eis, weißt du. Das ist ja, wenn du. Ich mache schon Spaß, es macht voll Spaß, wenn die, dass die weiter abfallen, also mit der Legi. Ja, das. Es stimmt schon so, aber die Sache ist halt, dass Feuer einfach zu stark ist jetzt, weißt Ja. du? Und das ist halt dann so, der Champ hat mehrere Möglichkeiten zu spielen, aber eins ist immer stärker. Und Dann spielt man deswegen, meistens genau, dann das. spielen die nur das. Das heißt, so gesehen, die Hälfte des Champs wird gar nicht geused. Also so die andere Hälfte der Abilities. Das ist halt dann irgendwie so ein Failure-Champ, finde ich. Hey, aber ganz ehrlich, mit Kinessa am PC klappt eigentlich gerade ganz gut. Ja, so nice. Zum Beispiel, wenn ich jetzt so vergleiche mit einer Lian, klar, ne, Lian ist halt schon ein bisschen unfairer Champ so. Aber es ist schwerer mit ihr, weil wenn du dein Q mal nicht triffst, hast halt einfach mal 11 Sekunden Cooldown. Da hast du zwar diese paar Auto-Aim-Abilities, aber die machen halt auf Range nicht viel Damage. Ne, also man muss sein Zeug schon treffen. Und keine Ahnung, wenn du mit Imani zum Beispiel den Schuss nicht triffst oder so, hast du danach wieder einen Tausender. Und wieder und wieder. Das eine spielt keine Rolle, ne? Imani hat halt schon krasse Mobility mit diesen Frostfeuergleiten. Also nur wenn man es natürlich schnell stellt, weil sonst ist. Jawohl, das ist, glaube ich, die wichtigste Karte. Darf ich mitspielen? Ja, darfst du. Ich hab eben schon gelesen, aber nicht geantwortet, weil ich gerade ein bisschen konzentriert war. So. Ups. Digga, wie Tellis sich bewegt, ne? Geht mir so auf den Sack, der Typ. Ich
Ich wollte schon viel früher ulten. Oh, danke für die ganzen Pocket Heals gerade. Hat Ashe gesaved. Der Pocket ging gerade Ashe richtig rein. It's a Tripski. Try and one. Try and run. Ne, try and one. Ja, ja, gutes Aim, Bruder. Also von mir jetzt. Gerade richtig gechoked, weil davor wir wie so komisch stand. Fuck. So. Na gut, dann hole ich mir mal wirklich noch Reju. Das fällt ganz gut rein, die Heals. Was ist das für eine komische Lobby? Kauft ja auch kein Schwein Corduroy, ist kein Wunder, warum ich die ganze Zeit nicht sterben kann. Oh Gott, das war auch wieder was. Viel zu hart verzogen. Aber wenn ich alles Feuer habe, dann hat der Tellus keine Chance. What? Okay. Nicht getroffen. LOL. LOL, hast du noch gestealt, du Ehrenlose. Hey, der ist nicht rausgefallen, der ist abgefallen. Achso. Okay. Du Ehrenlose. Du Ehrenlose. So. Hat ja gar keinen Damage, ey, wenn er ultet. Oh, ich muss nachladen. Nein, genau, dann macht natürlich Q. Okay. Okay. So, der M. Abbas wollte mitmachen, ne? Junge, diese Pose mit dem Skin, ne? Da muss ich ja wieder ganz schnell groß. So. Was? Ja. Ja, moin, Alter, aber wie?